Wir haben Menschen in Bochum gefragt, was ist eigentlich für Sie Leitkultur? Und da kommt Witziges bei raus, aber auch Philosophisches, vielleicht auch eine Handlungsanweisung. Schauen Sie sich das mal an. Können Sie mir erklären, was die deutsche Leitkultur ist? Was ist das? Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, Disziplin, Organisiertheit. Sauberkeit und Ordnung. Nicht arbeitsscheu, fleißig, sparsam. Was deutsch ist? Fußball. Fußball. Ja. Teil der deutschen Leitkultur. Genau. Was kann man denn? Kartoffeln essen zum Beispiel. Wäre schon mal eine Sache. Essen wir zu Hause sehr oft. Was ist denn die deutsche Leitkultur? Die deutsche Leitkultur? Ach du grüne Neune, so eine schwierige Frage. Meinungsfreiheit, die wir haben. Dass alle Menschen gleich sind vom Gesetz, ist egal, wo sie herkommen. Jeder kann machen bei uns, was er will, wenn er den anderen nicht stört. Und jeder darf auch machen, was er will. Die Freiheit des einen hört da auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und wenn er rücksichtsvoll ist, dann kann er machen, was immer er will, wenn er auf die anderen Rücksicht nimmt. Das ist deutsche, das ist meine Leitkultur.